Leute, willkommen zum lang ersehnten Hashtag Frag Austrian. Und zwar ist das Format, wo ich Fragen von euch beantworte, die ihr mir in dem Video gestellt habt. Und ich würde dann mal sagen, dann fange ich auch mit der ersten Frage gleich an. Und die erste Frage ist von Baikutox. Hashtag Frage Austrian, wie bist du auf deinen Namen gekommen? Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich komme ja aus Österreich. Und da kann man sich schon mal überlegen. Austria heißt ja Österreich auf Englisch. Und ja, und weil ich gerne Spiele spiele, habe ich einfach Gaming dazu genommen. Also so ungefähr bin ich auf meinen Namen gekommen und dann habe ich das einfach mal eingegeben und ja, da gibt es nicht viel zu sagen. Dann kommen wir auch schon zur zweiten Frage. Und die wäre vom LP mit Daniel. Hashtag Frage Austrian, kannst du mal deinen RPs-Ordner zum Download geben? Und ja, den könnte ich gerne mal so als Abo-Special so zum Download freigeben. Der wäre dann, glaube ich, sogar ziemlich groß. Müsste ich jetzt dann nachschauen. Aber ja, kann ich gerne machen. Und dann sind wir auch schon bei der dritten Frage. Und zwar, der Pro-Player fragt, Hashtag Frage Austrian, Döner oder Pizza? Und da kann ich klar antworten, Döner. Weil Döner einfach richtig geil ist. Und ja, dann kommen wir auch schon zur vierten Frage. Und die wäre vom Kylo Gaming. Hashtag Frage Austrian, welche Abozahl willst du unbedingt noch erreichen? Und ja, das kann ich sogar sehr gut beantworten. Und zwar würde ich gerne in diesem Jahr noch die 3K also erreichen. Weil das halt mein Ziel wäre, generell auf YouTube, die 3K. Und dann könnte ich quitten. Nein, Spaß, aber 3K wäre halt schon mein Ziel. Und da kommen wir auch schon zur fünften Frage. Vom Nitrox-Krieger. Hashtag Frage Austrian, könntest du vielleicht mal UHC-Highlights oder so auf deinem Kanal bringen? UHC-Highlights habe ich mir schon überlegt. Ich habe schon ein paar Runden gespielt, wo ich eigentlich nicht schlecht war. Nur ich bin immer so einer, der irgendwie alles perfekt haben will, zumindest bei solchen Sachen. Und da will ich schon eine richtig spannende Runde haben. Also, wenn ich mal eine spannende Runde habe, werde ich sowas hochladen. Ja. Und dann kommen wir auch schon zur sechsten Frage. Und die wäre vom Kakashu FTW Felix. Hashtag Frage Austrian, mit was schneidest du? Ich schneide im Moment mit Sony Vegas. So, und dann kommen wir auch schon zur siebten Frage. Und diese Frage ist besonders wichtig und die kommt vom Angebrannt. Hashtag Frage Austrian, können wir mal aufnehmen? Und ja, das ist so eine Frage, die bekomme ich ziemlich oft gestellt. Und dazu kann ich leider nur antworten, dass ich einfach generell mich mit Leuten aufnehmen, die ich einfach nicht kenne. Aber wir können gerne mal auf dem Test oder so reden und dann vielleicht ergibt sich das oder so, ja, dann vielleicht. So, und die achte Frage, denke ich mal, kommt vom ZwiebelTV. Wolltest du schon mal mit YouTube aufhören? Wenn ja, wieso? Ja, ich habe schon mal nachgedacht, mit YouTube aufzuhören. Denn, weiß nicht, also ich habe damals einen Restart oder so gemacht, weil meine Abonnenten ja so inaktiv waren oder eigentlich immer noch sind. Aber es hat sich wieder gelegt und also ich würde jetzt generell nicht mehr mit YouTube aufhören. So, und wir kommen wie auch schon mal zur neunten Frage und die kommt vom Cryonix. Und das ist auch so eine Frage, die ich jetzt sehr gern beantworte und zwar fragt der Hashtag Frage aus den Gomme oder Hive-Server. Und dazu kann ich einfach nur sagen, eindeutig der Gomme-Server, weil es einfach viel mehr bessere und viel mehr und bessere Modis gibt. Zum Beispiel QSG, SG, viel mehr Abwechslung und es ist einfach mega geil. So, und dann kommen wir auch schon mal zur letzten Frage von diesem Video. Und zwar fragt es der Mofucker, Carlos. Hashtag Frage aus, darf man dich auf Gomme adden? Und ja, ihr könnt mich gerne auf Gomme adden, aber leider werde ich nicht alle annehmen, weil meine Friendlist im Moment ziemlich voll ist. Also werde ich euch wahrscheinlich nicht annehmen. So Leute, hiermit beende ich das Video und zwar lasst eine Positivwertung da und vielleicht mache ich mal wieder so ein Fragen- und Antworten-Video und dann ciao, bis zum nächsten Mal.